Ja, das kann man natürlich gut machen hier. Einfach auf entspannt, locker ausgeworfen und noch entspannter locker eingekurbelt. Und zack, gehen hier jede Menge von den Dornhaien rein. Also, Dornhai ballert hier gerade rein. Ich habe es gestern schon ein bisschen probiert, hatte da einen 2 drauf und habe es jetzt gerade eben nochmal probiert und hatte jetzt wieder Dornhai hier ganz in der Nähe oder fast im Hafenbecken selbst. Und das jetzt gerade auch noch so halb AFK, also einfach so nebenbei getestet und weitergemacht, runtergestellt, die Einholgeschwindigkeit auf nur 5. Dann das automatische Einkurbeln eingestellt und dann läuft das hier so nebenbei sozusagen. Einfach mit lockerem, leichten Durchziehen auf langsamer Geschwindigkeit über den Grund. Natürlich nicht bei jedem Mal, das waren jetzt so 2-3 Mal, wo dann quasi nichts auch gebissen hat, passiert natürlich auch immer mal wieder. Aber dadurch, dass man das eben so schön passiv machen kann, einfach nur hier die ganze Zeit Bewegung in Grundnähe hat, da passiert das und tatsächlich auch so kurz vor Ende, dass die hier ganz an der Kante einfach doch nochmal reinschießen, kurz vor Ende dann nochmal der Biss kommen kann mit verschiedenen Dornhaien. Das ist schon mal nicht so schlecht. Bisher von der Größe her, wir gucken gleich mal rein, waren die so, na ich sag mal so im schon eher im kleineren Bereich, das sind jetzt keine riesig großen Dornhaie. Wir ziehen mal jetzt so 2-3 Bewegungen und dann machen wir mal kurz den Blick in den Kescher. Denn mich interessiert ja auch nochmal, welche Köder jetzt am besten funktionieren gerade. Also, Muschel war übrigens auch gerade dabei, auch immer interessant. Die war jetzt hier auf dem Schaumgummi 001, also der gelbe Schaumgummi. Und dann gucken wir hier rein, Schaumgummi 3, Schaumgummi 3. Schaumgummi 3, das ist der grüne. Hier ist aber den 1er. 1er. 3er wieder. Also, die scheinen doch hier wieder auf dem 1er. Und hier wieder auf dem 1er. Also 1er und 3er. Hier ist der 3er. Das ist jetzt, glaube ich, der größte. 2,5 Kilo. Das ist auch schon mal wieder ein ganz gutes Gewicht für den Dornhai. Nehmen wir doch gerne mit. Also, das scheint auch ganz gut zu sein. Hier unten, das ist jetzt ein anderer Spot. Das ist so der Affenfelsen wieder gewesen. Aber das jetzt hier ist alles, ja, hier an der Stelle. Die Steinbutt sind natürlich auch mit dabei. Schaumgummi 1. Schaumgummi 1. Also, gelb. Hier auch. Steinbutt eher auf den gelben. Die Scholle auf 3 auf den grünen. Die Scholle auf grün. Die Scholle auf grün und hier mal die kleine auf gelb. Also grün und gelb in Kombination. So sieht das Setup aus. Anfangs mit verschiedenen Farben getestet, aber dann eben hier gemerkt, dass eben ratzfatz entweder auf grün oder gelb was funktioniert. Und dann natürlich auch dementsprechend komplett umgebaut. Ich habe jetzt 2-mal gelb, 2-mal grün. Ja, und dann jetzt hier, wie gesagt, auf der Tagara. Ich habe jetzt gerade mal die Tagara drauf. Und da kommt schon der Biss. Einfach nur Einholgeschwindigkeit 5 locker durchgekurbelt, einfach locker durchziehen. Und das ist halt das Schöne, man kann das einfach nebenbei machen. Also, dieses automatische Einkurbeln einstellen, wenn du nicht weißt, wie das geht. Ich verlinke da nochmal ein Video zu. Und dann läuft das hier. Na guck, 700 Gramm Scholle, gar nicht schlecht. Ich werfe auch nur so halb aus, locker. Und dann einfach direkt wieder rein, zack, ins automatische Einkurbeln oder selber halt kurbeln. Man kann das auch mit dem Jig machen. Anfangs stand ich hier auch mit dem Jig, habe mit Tempo 50 hier gestanden, einfach eine kurze Umdrehung gemacht, immer schön gejiggt, immer schön gejiggt. Hat natürlich auch funktioniert, aber wenn man das so nebenbei machen kann, ist mir das natürlich ganz lieb, denn dann kann ich nebenbei noch ein Video schneiden. Hervorragend! So läuft das dann auch. Ja, im Großen und Ganzen, ich meine, die Position sollte, glaube ich, klar sein. Man erkennt es, glaube ich, ganz schnell. Hier vorne ist der Anleger, der Holzanleger hier zu dem 12-Meter-Loch. Und wir werfen auch eben direkt hier in dieses 12-Meter-Loch rein. Müssen uns also gar nicht so weit bewegen. Ausgeschlitzt. Ach, verdorrig. Ein schon verpasst. Also, wir sind direkt hier hinter dem Haus.
Ich werfe direkt nochmal wieder neu aus, wenn er gerade ausgeschlitzt ist. Aber es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Ich bin super zufrieden schon. Kohlemäßig gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal eben an, wie das denn... So, wieder auf langsam, hier auf 5. So. Vielleicht mit der Geschwindigkeit ein bisschen rumspielen. Kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch mit anderen Geschwindigkeiten vielleicht auch nochmal, ja, vielleicht einmal vielleicht ein bisschen besser oder vielleicht ganz andere Fische vielleicht noch reingehen. Beim Dornhai könnte ich mir auch vorstellen, das vielleicht ein bisschen schneller noch zu machen. Aber bisher war ich schon ganz zufrieden. Auch größentechnisch natürlich. Ich bin jetzt hier mit Dreierhaken unterwegs, relativ klein. Vielleicht auch da nochmal rumprobieren, ob vielleicht der 4-0er-Haken das ein bisschen besser liefert. Auch das wäre natürlich nochmal eine Idee, wenn dann da einfach noch größere reingehen. Warum auch nicht? Und natürlich auch immer noch mit verschiedenen Farben immer rumhantieren. Spinfischen oder halt jetzt hier allgemein auch mit Kunstködern. Es ist immer ein großes Ausprobieren und Testen, je nach Wetter und Temperaturen. Gerade in den Morgenstunden oder in der Nacht war es um die 5 Grad kalt. Jetzt sind wir immer noch hier bei 4, 5 Grad. Also das können wir, glaube ich, so beibehalten. Jetzt gucken wir gerade mal eben. Also in Gänze her vom Kescherbild sieht das doch schon ganz gut aus jetzt hier. Gucken wir mal eben rein gleich auch, was das silbermäßig gebracht hat. Letzten Endes vom Testen her auch gerne mal mit sowas testen wie hier den Quicker. Gucken wir mal eben hier rein. Genau, die gibt es auch in ganz verschiedenen Farben und die funktionieren eben auch immer wieder ganz gut. Gerade hier so diese Größe 4,5, die funktioniert auch immer wieder ganz gut hier einfach beim Durchziehen, wenn man zum Beispiel die Schaumgummis nicht hat oder natürlich... Die Maggot-Serie. Hier bei der Maggot-Serie haben wir natürlich auch immer wieder verschiedene Farben. Meine Favoriten hier in der Regel braun und schwarz, aber dann eben auch jetzt, ja, was gerade halt funktioniert, gelb und grün. Ich glaube, die teste ich gleich einfach mal und ziehe damit auch nochmal ein bisschen durch. Vielleicht geht da ja nochmal ein bisschen was Größeres rein. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier den einmal nochmal durch und dann gucken wir gerade einfach mal noch in den Kescher rein, was da geht. Und ob sich das denn auch kohlemäßig lohnt. Normalerweise müsste das schon passen. Also allein vom Dornhai. Gut, die Größen, davon hatte ich bisher noch nicht so viele wie jetzt. Das sind ja schon wirklich sehr viele. Auch so um 800, 700 Gramm. Das ist ja wirklich viel. Da bin ich echt gespannt, was da oder wie viel die bringt vom Silber her. Ja, so, auf den letzten Metern hier auch nochmal eben eine kleine Scholle. Gott, packen wir kurz ein und schauen eben rein, was das denn so gebracht hat. Hier die letzten, nehmen wir einfach mal hier die letzte halbe Stunde. Kurz nochmal ins Café gucken. Na, wo ist es? Geldautomat, Café, da ist es. Die Muschel, na, hat nicht gereicht dafür. Die mache ich allerdings dann auch zu einem Köder, die kleine Muschel. Das lohnt, glaube ich, nicht. Genau, maßig, da lohnen die sich, aber so untermaßig lohnt sich das nicht. Und wir nehmen einfach mal jetzt hier die letzte halbe Stunde. Da sind wir bei 150. Wenn wir auf die letzte Stunde hier gehen. Na guck, 260. Und da hier der gesamte Spot war ab dem Lump. Nee, ab dem Seeskorpion war das. Genau. Also, ja, 400 noch was in Gänze jetzt, aber ein bisschen über eine Stunde. Kann man also machen für nebenbei. Viel Testerei war natürlich auch noch mit dabei. Ich bin gespannt, ob ich hier nochmal einen etwas besseren Köder finde für noch gezielter auf den Dornhai. Das wäre natürlich jetzt genial. Gerade nochmal eben nach Preisen sortieren. Gut, die große Scholle, die war auf einem anderen Spot. Die war auf dem Affenfelsen hinten. Auch einfach locker durchgezogen. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Kann man mal wieder machen. Schön entspannt vom Land aus. Also Petri-Lümmels. Gute 2 Stunden jetzt hier. Wieder fast 1000 Silber. Einfach mal vom Land aus wieder durchziehen. Einmal eine Stunde Affenfelsen. Einmal eine gute Stunde jetzt an diesem 12 Meter, an dem Steinanleger. Also funktioniert. Einfach entspannt. Daumen da lassen, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, genau um 19 Uhr. Petri.